damit. Seid mir gegrüßt, werte Bruderschaft. Und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Es geht heute um Warhammer Vermintide, das kommende Februar-Update. Und zwar der Fluch von Drachenfels. Heute die Map Alter Spuk. Hier werde ich euch zeigen, wo ihr alle Grimms und alle Fürnten findet. Und um das Ganze abzukürzen, sehen wir uns gleich beim nächsten Punkt wieder. Und da sind wir auch schon wieder, ihr seht schon, wir sind gerade erst ins Dorf rein und da ist tatsächlich schon der erste Foliant, eine kleine Sprungpassage. Hier ist ein bisschen blöd raufzuspringen, ihr müsst hier raufspringen, guckt, da geht's. Dann einmal hier übers Haus, das ist hier bei der Säuferbrücke, wenn ihr hier oben drauf seid, ansonsten könnt ihr das auch sehen. Dann hüpft ihr hier einmal rum und da ist der erste Foliant. So, nachdem wir den ersten Folianten einkassiert haben, geht es jetzt ums erste Grimm, immer noch unten im Dorf. Wir befinden uns hier bei der zweifachen errichteten Mühle. Hier unten seht ihr sie. Das ist recht weit oben in der Stadt. Denkt dran, ihr dürft noch nicht Richtung Tempel gehen. Ihr aktiviert hier den Hebel, schließt das Wassertor. Ich denke, ist es selbstverständlich jetzt, was jetzt kommt. Ihr könnt hier runterhüpfen. Und nun wird das Rad, da gleich kein Wasser mehr läuft, anhalten. Und darunter liegt das erste Grimm. Und da haben wir es. So, nun sind wir beim nächsten, der ultimative Punkt. Wir sind auf der Flucht hier und folgen der Spur. Wenn ihr die Burg mit dem Mond im Hintergrund seht, ja, mir fällt gerade der Name nicht von diesem Mond ein, ja, dann habt ihr den ultimativen Tipp. Dann wisst ihr, ihr müsst hier nur weiter und hier geht es schon rum. Und hier könnt ihr über die kleine Höhle, durch die ihr gerade gegangen seid, Untergang, die ihr gegangen seid, raufspringen und hier habt ihr schon den nächsten Folianten. Nun befinden wir uns zwischen den zwei Hängebrücken. Weiterhin folgen wir der Spur. Und hier ist auch schon der nächste Foliant, den wir uns jetzt schnappen werden. So, ich zeige euch hier mal ein bisschen voraus, damit ihr auch wisst, welche Location das ist. Bewegt euch hier hoch. Direkt, wenn ihr über die Brücke gekommen seid, weiter hoch. Und springt anschließend gleich wieder runter. Und hier liegt schon der nächste Foliant. Und damit finden wir uns schon bei der letzten Location, den letzten Grimm. Da vorne waren wir gerade eben, ihr lauft einfach hier lang und dann hier eine Treppe und hier eine Treppe. Und dann folgt ihr diesen kleinen Weg nach oben und ganz oben wartet auf euch eine Truhe mit dem letzten Grimm. Das war's schon mit dem Video, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Gerne dürft ihr auch abonnieren, ungefähr in meinem Gesicht irgendwo. Ich verweise auch gerne auf unseren zweiten Kanal Fun2Play Mafia Uncut. Und ansonsten empfehle ich auch noch ein paar Videos.